Hallöchen und willkommen zurück zu Monster Train. Uns fehlt noch dieser Banner. Los geht's. Ohne groß schnacken. Versuchen wir das mal hinzukriegen. Die Stärke deiner Einheit reduzieren. Ist okay. Wir gucken uns erstmal an, was wir machen. Wir reformieren eine Einheit. Ja, diesmal nehmen wir das hier. Erhalte 5 Gedönse, wenn eine Tropfeinheit stirbt. Tropfeinheiten sind sowas wie dieses... Momentchen, Rüstung? Nö. Das Ding, was nur ein Life hat und dann explodiert oder sowas. Oder das Ding, was ein Life hat und... Wollen wir hier unten rein? Ja. Das ein Life hat und wenn es stirbt, kommt ein Viech wieder mit plus 40 Angriffskraft. Solche Sachen. Okay, wir packen den hier rein. Dich. Ja, gut, klar. Nächste Runde ein Ember mehr. Ach, das Ding wurde reformiert. Schnieke. Dann packen wir dich gleich nochmal hier rein. Oh, das... Oh. Da ist ordentlich was durchgekommen. Wir müssen da ein bisschen nachlegen. Oh. Und oben schon mal ein bisschen auffüllen. Uns fehlt die Durchschlagskraft, aber das ist ja normal. Du reichst, wenn du hier nicht kommst, dann tötest du den. Nugget! Oh. Ein bisschen mager, was wir hier kriegen. Und dann... Ja, die brauche ich noch nicht hinstellen. Die verrecken wir, bis da was oben kommt. Okay, 29. Wir können da unten nichts mehr machen. Wir können nur schon mal hier oben ein bisschen vorbereiten. Okay. Jetzt können wir einen hinstellen. Und wir geben ihm Schadensschild. Und wir brauchen nächste Runde auch nochmal hier ein bisschen was. Dich können wir auch noch hinstellen. Klar, frisst die ruhig auf, bevor der hier flöten geht. Und wir nehmen noch so einen. Vielleicht brauchen wir das alles. Jetzt wird nichts mehr reformiert. Du musst auf jeden Fall gehen. 5 Schaden kriegt er nur. Das erhöhen wir. Okay, er verreckt. Wunderbar. Hier, das ist eine Tropfeinheit. Eigentlich würde ich den hier nehmen. Aber wir nehmen den hier mal. Das mit der Tarnung ist auch nicht verkehrt. Ein Nugget-Bergmann, Schadensschild. Oh, wir nehmen das Schadensschild. Das wäre super, wenn wir das ziehen, wenn dieser... diese Tropfeinheit verreckt. Unsere Zauber... Da haben wir nicht wirklich... Nee, da haben wir nichts, was verbesserungswürdig wäre. Dann gehen wir hier unten hin, holen uns von den Umbra... Den Dude. Und guck mal, was wir verbessern. 15 und 40 dazu. Er wird größer, aber das wäre hier auch nicht verkehrt. Na komm. Dann kann er wenigstens angreifen. Oh, kleines Schlückchen. Wassermelon Energy. Warum nicht? Eine Einheit ziehen, die würden mehr zuhauen. Das Problem ist, dass die halt vor mir dran sind mit Schlagen. 6 würden die Schaden machen. Also der obere. Wir haben eh nur 3 Life. Haben wir irgendwas, was tanken kann? Ja, ihn hier. Okay, wir machen das. Ich möchte noch mal eine Einheit haben. Komm, gib mir gleich den Nugget. Jo.
Das wird unser Tank. Zum Reformieren gehen wir hier hin. Du kommst hier nach hinten. Oh, ich hätte das woanders hinkasten sollen. Ja. Und das war's dann hier unten auch schon mal. So. Stimmt, da castet die Dinger ja nach vorne. Das ist ja mit dem Tank nicht so klasse. Okay, wir können alles spielen. Wir nehmen noch den Dödel. Packen hier einen Zuggleiter als Tanken und machen das so. Kurze Atempause, die habe ich nötig. Okay, die Ebene wird verrecken. Ich könnte hier unten noch eine Zugleiter hinstellen. Oh, nee, kann ich doch nicht. Nur so ein Dödel. Okay, das Ding verreckt da oben. Dann halt hier unten die Dinger rauscasten. Er stirbt. Gut, dann heilen wir hier oben. Und machen hier unten ein bisschen was von dem Teil, was uns mehr Blutasche bringt. Also. Verreckt. Da muss ich ja gar nichts mehr machen. Machen trotzdem. Sollte ich aber lassen. André hat letztens den Paktrang 7, also Paktrang 7 angegangen. Und hat beim Endboss hier das X gehabt, von wegen, ja, stirbt. Dann hat er noch eine Karte gespielt und hat den Run verloren. Also, wenn man sieht, es stirbt was. Nichts mehr spielen, gar nichts mehr. Nada, niente. Wir nehmen diese Nuggets. Und nochmal so ein Dude. Ach, nee. Wir brauchen einen Tank. Ein Tank ist wichtig. Das war diese extra Belohnung, die wir gekriegt haben, ja? Ja. Wir könnten was kopieren. Haben aber nichts, was kopierwürdig ist, außer vielleicht das Ding. Und den Nugget Former. Heilen brauchen wir nicht. Auf. Wir gehen hier rüber. Noch ein Tank. Wir bräuchten einen, der zuhaut. Halt, bevor wir kopieren, gehen wir hier rein. Vielleicht kriegen wir da was, was wir kopieren wollen. Kann man nie wissen. Eingefrorene Glutasche-Ablagerungen. Ich glaube, wir nehmen das da. Für Fluchkarten kriegen wir mehr Glutasche. Standardmäßig. Und zwar für eine. Für zwei Fluchkarten eins, ja? Ja. Momentan haben wir. Achso, zwei Fluchkarten. Okay, passt. Dann kopieren wir diese nicht. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht eine Fluchkarte kopieren. Falls wir zum Beispiel drei oder fünf gehabt hätten. Aber nö. So passt das schon. Wir kopieren uns. Ja, komm, leg für mindestens den Nugget-Former. Konstruierte Bomben kommen mit Schadensschild ins Spiel. Okay. Das heißt, die werden sehr schlecht umzuklatschen sein. Aber die explodieren diese. Na, super. Aber egal. Kann ich spielen. Wir brauchen ja nicht viel. Unser Reformator kommt hier nach oben. Ja. Und hier machen wir schon mal 14 Schaden auf den ersten. Okay. Dann packen wir hier noch einen Nugget Farmer rein. Hier kommt ein Nugget Farmer hin. Und das war's auch schon, was ich machen kann. Na super. Das macht 4 Schaden. Damn.
Das heißt, ich müsste den ersten hier abwehren und du wehrst die Bombe ab. Okay, damit bleibe ich am Leben. Passt. Unser Schläger hat momentan keinen Platz. Schade. Das ist wirklich sehr schade. Dann packen wir hier einfach noch ein paar Nuggets rein. Jetzt hätte unser Schläger Platz und ich hab, ja. Ast rein. Hier nehmen wir noch ihn mit rein, damit er schon mal neuen Schaden mehr kriegt. Und du wirst mit Nuggets voll gestopft, mein Lieber. Ja, okay. Sie wird verrecken. Den hier nach oben zu stellen, macht keinen Sinn. Obwohl, verwende Tarnung, wenn alles aufs... wenn es hart auf hart kommt. Okay, machen wir. Dann ist zwar das hier ein bisschen irrelevant mit den 5 Ember, aber... machen wir trotzdem. Wir könnten sie noch ein bisschen schützen. Machen wir auch. Das ist schon gut so. Oh, das ist jetzt ein bisschen blöd. Man kriegt halt nochmal 3 Life mehr. Ah, wobei. Dann hält er wenigstens ein bisschen was aus. Er soll ja nicht sterben. Er soll jetzt da oben nur zum Tanken gut sein. Also, die letzte Welle. 202. Verreckt. Dich machen wir raus, ansonsten kriegen wir Schaden. Selbst wenn wir gewinnen. Ja. Und dann gib ihm. Ja, die 15 Schaden von dem Nugget Farmer sind nicht ohne. Oh ja, die glühenden Bolzen. Wir bräuchten so viel Platz. Oder noch einen Nugget-Farmer, der halt wirklich nur Nuggets macht, aber dafür einen Platz weniger braucht. Hm. Oder ihn hier. Ja komm, wir nehmen ihn hier. Sättigung permanent plus 2 Life, plus 2 Angriff. Das geht jetzt noch hier so. Vor allem mit Nugget-Farmern. Mhm. Da könnte man sogar überlegen, 2 Nugget-Farmer auf seine Ebene zu stellen. Wir gehen hier auf die Seite. Ugh, wenn er mit Einheit stirbt, hat er sich mit plus 10, nehmen wir. Das andere, ich muss mich da echt mal einlesen. Wir nehmen noch den Nugget Meister. Rausschmeißen. Können wir. Oh, die 2 Zugbegleiter. So. Dann reformieren wir mal 2 zufällige Einheiten. Oder sollen wir ihnen ordentlich Bums geben? Nee, wir reformieren 2. Vier Dornen. Ah, das Problem ist ja dann mit 4 Dornen. Wir haben nur 3 Life auf unseren kleinen Popelheinis. Bei ihm auch. Schade. Sonst hätte ich es gemacht, hätten wir ein paar Viecher mehr mit mehr Life. Ja. Wäre was drin gewesen. Okay. Du bist raus. Verzauberung. Ja, die stellen wir schon mal hier hin. Ihn stellen wir rein. Ein bisschen Lebensraub geben wir dazu. So. Oh oh, ganz richtig. Der Paraffinschläger haut hier unten auch ordentlich drauf. Und du kommst hier hin. Hm? Ja, machen wir. Die 3 Life kriegst du. Wir müssen die ein bisschen heilen. So. Als nächstes hätte ich gerne das Ding, was permanent Angriff kriegt, wenn er Nuggets frisst. Jupp. Hat aber keinen Platz mehr, weil schon Nuggets dastehen. Geil. Das ist doch zum Kotzen.
Scheiße ist das. Hätte ich jetzt den Kleinen da gehabt, dann wäre das... Ja. Ja, er stirbt zwar, aber er kommt nach oben. Er kommt doch nicht nach oben. Dann geben wir hier noch Lebensraub dazu. Oh, ich hätte den Nuggetmeister vorher hinstellen sollen. Ich bin doch ein Depp. Ah, stellen wir ihn halt jetzt rein. Er würde verrecken. Sollen wir ihn hier den Tank vor die Nase stellen? Ja, stellen wir. Hier unten könnten wir noch so einen Dödel reinpacken. Ja, jetzt habe ich darauf aufgepasst, dass ich nicht hier den Zauber benutze. Wir könnten sie aber auch um 3 heilen. Oder Lebensraub drauf machen? Wir machen Lebensraub drauf. Dann hier oben. Nochmal gleich Schaden? Nein, geht eigentlich. Nee, dann kriegst du Schaden und Life. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Damn. Okay, du musst weg. Tarnung auf Verbündete. Ja. 3 ausbrennen. Das reicht auch. Und die verrecken da oben. Kann eh nichts mehr oben hinstellen. Dann gucken wir uns mal an, was wir hier noch kriegen. Ja, komm. Nehmen wir. Von 400 auf 115 nur? Schwach. Schwach, schwach, schwach. Dann kriegst du eine extra Heilung. Und mehr können wir schon wieder nicht machen. Na gut, wir können den hier zumindest auspacken. Schade, dass wir keine Angriffszauber haben. Das wäre echt nice. Also wir haben schon einen, aber... Okay, minus 72. Trotzdem nur minus 144? Ah ja, weil die angreifen. Dann, geben wir ihm noch 3 Angriffe dazu. 174 immerhin. Und da oben kann ich wieder nichts machen. ...111 hat er noch, er stirbt. Da machen wir auch nichts weiter. Ja! Ist so ein bisschen uncool. Ja, 2 Tarnungen nehmen wir. Das wäre teilweise gut. Ja. Opfer auch. Da könnten wir was rauslöschen, was wir versehentlich mal hingetan haben oder was wir nicht mehr so gut brauchen. Wir gehen hier zu den Artefakten. 5, wenn der Einheit stirbt. Okay. Die Nuggets zählen auch dazu. Die Zirkelgleiter kommen ganz raus. Dankeschön. Wir sollten mal unsere Einheiten verbessern. Ja, oder Zauber. Diese Bolzen wären interessant. Zu Beginn auf jeder Ebene gibt 150 Münzen. Ja, das wäre... Das kann ordentlich ins Auge gehen. Das wäre halt gut, wenn wir ihn hier hinter den Tank stellen können. Ja, wobei, der schaut auch noch einmal zu. Ah, wir lassen's. So geldgeil muss man auch nicht sein. Alright. Wir packen den schon mal nach unten.
Aber Moment, wenn der dann zwei Nuggets ruft, dann ist wieder kein Platz für den anderen Dödel. Oh. Muss ich erst den Dödel hinstellen eigentlich und dann? Hm. Damn it. Also wenn er eh zwei Nuggets hinstellt, dann kann ich auch draufhauen mit einem anderen Dödel. Halt, da verzaubern, okay. Oh, hätte ich den jetzt gezogen, wäre es echt praktisch gewesen. Das ist keine Verbrauchskarte, okay. Hm, der hat nur 10 Life. Uff. Komm, darfst gleich alles essen. Oh, Ernte ist übel. Üble Ernte. Oh, warte mal, er haut ordentlich zu. Shishi. Wir stellen ihn schon mal hin. Packen den davor an, damit er geschützt ist. Bitte gib mir den dicken. Jo. Da haben wir ihn. 15 Life überlebt. Das gerade so. Oh. Ach, der verdoppelt die Scheiße nur. Au. Oh. Ich habe den falschen da reingestellt. Na gut. Was kriegt er bei Sättigung? Permanent 2, das heißt. Oh, ich glaube, der wird mir verrecken. Das ist ja mies. Das läuft echt nicht gut. Überhaupt nicht. Hm. Hätte ich jetzt das Verschlingen, dann wäre das echt Schnieke. Aber der... gar nichts. Gar nichts. Die vordersten zwei. Oder einmal. Ah, da würde ich mir oben 5 Schaden sparen. Der kriegt 60 dazu wegen den ganzen Dödeln. Hey, das ist doch pervers. Was? Ist es nicht der vordersten? Auch einer zufälligen. Oh. Ich dachte, da stand davor, dass ich lese wieder irgendeinen Scheißdreck, der gar nicht existiert. Oh Mann, ey. 30 Schaden macht der Nugget. das Problem ist, auch wenn wir jetzt Kohle kriegen ohne Ende, wir kriegen auch aufs Maul ohne Ende. Ja, toll, jetzt kriege ich hier die Tarnung. Die hätte ich vorher brauchen können. Scheißdreck. Das ist doch alles Scheißdreck. Boah. Und es reicht trotzdem nicht, um den zu klatschen. Oh Mann. Aber 30 Kohle in dem Einzug verdüdelt, also verdient. Oh. Was ist denn hier los? Warum fackeln die hier ab? Okay. Jetzt kann ich ihn dahin stellen. Ah, der brennt diese Runde noch aus. Geil. Na gut. Dann geben wir wenigstens das Ding zu essen. Nee,
nochmal zwei Tarnungen drauf. Und ich kann gar nichts mehr machen. Ich kann die Dinge hier noch auspacken. Dann haben wir die wenigstens schon mal. Okay, du musst leider weg. 72. Macht 31 Schaden, hat aber auch nur ein Ausbrennen. Das heißt, wenn ich den da hinten hinstelle, mache ich 31 Schaden mehr. Wenn ich ihn hinstelle nach vorne, mache ich 24 Schaden mehr. Und könnte... So, wenn ich jetzt den Nugget hinstelle... Ah, der macht 4×5. Ah, ich kann ihn nur noch hinstellen, ja. Machen wir. 139. 224, das ist eigentlich ganz gar nicht verkehrt. Der Raum wurde eingefroren. Achso, ich muss die hier oben. Okay. Ja, dann, Uiuiui. Aber mit den Nuggets verdienst du richtig Kohle. Alle Ausbrenneffekte, das wäre gut für eine reformierte Einheit. Okay. Aber das Schwindel auch interessant gewesen wäre. Eine Ebene overstacken wäre nice, aber wir machen lieber hier Platz auf einer Ebene. Ist auch keine Verbrauchskarte, das heißt, können wir, wenn wir durchcyclen, können wir den nochmal benutzen. Ich glaube, wir gehen hier rüber. Ja. Obwohl Heilung echt gut wäre. Nugget-Einheiten halten Schadensschild. Oder X plus 3? Haben wir denn... wir haben sowas nicht, oder? Doch. Ja... Ich möchte die Nuggets ungern als Tank benutzen. Hülle der tausend Augen! Hülle der tausend... Historiker-Hai. Na, alles klar bei dir. Oh. Hier könnten wir... Wir nehmen das da. Da könnten wir so richtig Kohle verdienen. Einmal. Dann ist die komplett verbannt. Oder ich kopiere mir die Karte. Das wäre auch eine Idee. Oder wir kopieren uns den Schadensschild. Oder die Tarnung, oder... Ne, wir nehmen den Angriffszauber. Ganz einfach, weil wir sonst keinen einzigen Angriffszauber haben. Auch wenn das random ist, was, was getroffen wird. Fünf Zauberschild. Na, klasse. Jetzt, wo ich was zaubern könnte, ne? Also... Es kommen nicht so viel Schaden durch, das heißt... Oh Mann, ich habe hier nichts zum Tanken. Okay, ein Schadensschild. Das heißt, der Angriff wäre nicht relevant. Dann würden noch vier Schaden kommen. Okay, dann können wir das so machen. Okay, überlebt. Nice. Okay. Gib mir was, was ich hier unten hinstellen kann. Nice. Wir brauchen dich als Tank. Uff. Das wäre auch gut. Aber ich müsste... Was heißt müsste? Ich stelle ihn hier hin.
Dann nehmen wir das. Das ist, ist ein Verbrauch, vielleicht brauchen. Es ist ein Verbrauch, vielleicht brauchen wir den nachher noch. Hey! Alright. Ja, überlebt das. Gut. Jetzt hat er schon 15 Attack. Nee. Sehr schön. Jetzt muss er nur noch am Leben bleiben. Oh ja. Dann verrechnen wir das. Wir stellen ihr den hier noch dazu. Wir opfern. Oh, Moment. Vier und sechs. Okay. Müssen hier auf jeden Fall keinen davor stellen zum Opfern. Wir packen den hier dort rein. Und... ja, wir opfern den. Ja. Der Schaden ist vertretbar. Gut, was kann ich hier machen? Das erzeugt nur eine Kopie von dem Nugget. Ja, wir müssen eigentlich hier oben aufräumen. Natürlich geht das hier oben rein, ist klar. Okay. Dann retten wir unseren Chef. Haben hier eine kleine Kopie reingestellt und hier unten nehmen wir Lebensraub dazu. Die Alabasterwaffe ist weg, aber... ja, 10 Schaden gekriegt. Wir sind bald kaputt. Danke auch für den Scheißdreck hier. Den muss ich hier abwerfen. Tarnung. Nee, komm, wir machen hier mal ein bisschen Platz. 30 Schaden. Nice. Jetzt verreckt oben alles. 33 Schaden. Oh ja. Und du, Dödel, kannst hier mit nach unten. ...210 würden wir kriegen, wenn wir es jetzt spielen. Ja, ist mir noch ein bisschen zu wenig. Okay, wir stellen hier noch einen rein. Wir bräuchten Opfern für den hier. Ja, in der nächsten Runde bräuchten wir das Ding. Schadensschild auf ihn. Okay. Das ist so... jetzt haben wir es sogar. 330. Ja, komm. Dann können wir zwar nur noch Nuggets spielen, aber das ist okay. Die letzte Welle. Ihr zwei kommt weg. Hier unten kann ich eh nichts machen. Ich kann den hier noch auspacken. Dann kann ich hier ein bisschen Schaden reinhauen. Und ja, die Nuggets packe ich wieder hier nach oben. Ist so geil, dass die 30 Schaden machen, die Viecher. Kann ich auch mal. 1030. Ja, 1085. Ich habe wieder das Ding.
Wir lassen ihn mal die Nuggets verspeisen. Geben ihm gleich mal neue, die auch noch Schaden machen. Oh, kein Platz mehr. Aber er ist sowieso tot. Und ja. Dann passt das ja. Krieg ich für ihn nicht 5 Gold? Hey. Brauche Karten von der Hand und eine Harzwachseinheit und diese mit plus 10. Ja, ist kostenlos. Harzwachser ist nie verkehrt. Sollen wir mehr Platz schaffen? Oder lieber die X-Karten? Aber wir nehmen mehr Platz. Wir kriegen jedoch die Nuggets ordentlich an Asche dazu. Okay. Wir könnten... Ach stimmt, ich habe das Ding kopiert. Wir könnten Zauber ordentlich aufrüsten. Oder die Einheiten. Ja, wir nehmen die Zauber. Okay. Kostengünstiger Moment. 4x50 Schaden, das ist ja auch geil. Einbehalt. Das könnten wir verwenden für eine Notfalltarnung. Dann günstiger die Tarnung. Oh ja. Permafrost, damit sie auf der Hand bleibt. Okay. Wir haben das Geld, wieso sollen wir es nicht machen? Haben immer noch 9,65. Puff. Büßerhof, okay. Das spielt uns mit unseren Flugkarten in die Hände, ne? Verbündete Einheiten plus 1 wegen der Flugkarte im Deck. Mehr Angriff für unsere ganzen Dudes? Wir nehmen mehr Angriff für unsere Dudes. Das heißt, wir haben gerade 3 Karten gekriegt. Ja. Das heißt, wenn wir noch eine Fluchkarte mitnehmen, oder... Also entweder können wir eine mitnehmen für noch mehr Blutasche, oder wir verbannen eine. Und haben trotzdem noch genauso viel. Müssen wir im Hinterkopf behalten. Sollen wir ihm jetzt noch ein bisschen Bums geben? Ah, dann kriegt er aber Ausbrennen. Ne, wir reformieren 3. Das ist sehr gut. Für unsere Moment 5 Dornen. Ne, wir haben sowieso so viel Kohle. Das trifft sich hervorragend mit dem Reformieren. Da können wir einfach alle möglichen da unten reinschmeißen. Eine Kopie von dem Nugget. Okay. Dann geben wir da gleich mal ein paar Life-Punkte dazu. Und du, ja, wirst hier umgeboxt. Okay. 28 Schaden. Da müssen wir Tanks davor stellen. Okay. Überlebt das schon mal. Selbst wenn ich den jetzt davor stelle, also du verreckst von dem Schlag und. Puff. Ich glaube, ich muss hier oben aufrüsten und den Paraffinschläger mit dazustellen. Uiuiui. Das wird happig, würde ich sagen. Ach, unspielbar. Uff, ich überlebe das zwar, aber hier oben stirbt nichts.
Ich muss also quasi den hier oben spielen. Okay, das sieht schon besser aus. Aber er stirbt. Fuck. Damn! Ich müsste den oben hinstellen mit einem Nugget Farmer hinten dran. Mann. Das ist doch bescheiden. Okay, pass auf. Er überlebt das. Wir geben ihm Life zurück. Wir geben ihm Lebensraub. Und wir geben ihm noch Angriff dazu. Ah, die Karten werden verbraucht. Okay, wir lassen das mal. Okay, nächste Runde ist er wieder am Start. Das heißt, wir bauen den hier mit ein, würde ich sagen. Die verreckt er sofort. Die kriegt echt genau 40. 45. Wow. Dann nehmen wir den Nugget nach vorne als Tank. Das ist schon ein bisschen. Jo. Ich hätte den Harzwachser hier hinten dann gebraucht. Wegen dem Ausbrenner. Na, ist klar. Du regenerierst 11 wegen Lebensraub. Wir tanken ein bisschen was mit den Nuggets. Ja, komm. Wir fahren hier noch ein bisschen mehr Damage. Schmerzhaft, schmerzhaft. Oh, 28. Wenn da nach oben durchkommen. Uff, sie verreckt auch. Das ist, ein bisschen übertrieben. Also ich brauche einen. Ach, die werden eh verdoppelt. Okay, das dürfte aber reichen. Ja, gut. Weil die halt auch so viel Life haben, dass die den auf jeden Fall tanken. Nice. Entschuldigung, da musste ich. Boah. Alter. Husten. Wir versuchen hier unten was zu retten. Funktioniert nicht ganz. Doch, funktioniert, wenn wir hier was hinstellen. 45 Angriff? Das ist krass. Ja, aber den packe ich hier. Da der überlebt ist. Nice. Alright. Warte mal, die kriegt. Ich hätte hier noch einen zum Tanken. Okay. Dann packen wir den zum Tanken hier rein. Wir nutzen die Karte. Und du kommst ganz hin. Ach, weil sie nicht aufs Maul kriegt, brennt er aus. Ah! Oh Mann. Was ein Scheiß. Okay, dich kann ich leider nirgendwo hinspielen. Die zwei brennen aus. Ich gebe den Tarnung, wenn er verreckt.
Hier müsste ich noch was hinstellen. Okay, strecken beide. Hier gehen wir noch ein bisschen dazu. Und nächste Runde nochmal eine Extraktion. Nach dem Spielen oben auf den Ziehstapel belegt. Das ist der Ziehstapel, okay. Da kann ich die ja wirklich jetzt schon mit Tarnung versorgen. Nice. Dann können wir nochmal Tarnung aufmachen. 207 kriegt er. Oh, sie brennt aus. Das heißt, nur er würde Schaden machen. Alter, was ist denn heute los? Okay. Wir machen das so, dass du... Oder? Hey, komm. Geben wir dir. Hat sich nichts geändert? Tschüss. Sehr, sehr seltsam. 40 und 20. Ich könnte das hier noch größer machen. Stell den nach hinten. Stell ihn noch weiter nach hinten. Nimm ihn als Tank nach vorne. Dann kriegst du... Was? Multischlag? Unerbittlich? Ja gut, aber... Achso, pass auf. 607. Mhm. 607 ist gut. Schnieke! Das heißt, wir kommen in die letzte Ebene. 25! Das reicht schon. Wow. Darüber, der keine Tarnung hatte. Ah, das war lustig. Oh, das wäre auch nice. Ja, das nehmen wir. Für so ein Tarnschild. Oder für das Ding. Ungeahnte Möglichkeiten. Okay, die letzte Ebene. Zauber verbessern und heilen wäre echt gut. Ja, wir gehen hier rüber. Heilen. Dann die Zauber. 10 magische Kraft. Ja, 300 Schaden. Wir behalten den auf der Hand. Machen das hier noch kostenlos. So. Dann... 10 magische Kraft. Entferne Verbrauch. Aber es kostet dann 1. Ja. Ja, und so einen machen wir kostenlos. Okay. Dann. Ja, komm. Verbrauchkarten, ja, dann nehmen wir das noch mit dazu. Und von denen, wenn der erste Nugget einer in dem Zug ruft, ziehe eine Karte, brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Na komm, dann nehmen wir die zwei noch dazu. Schmeißen noch. Was schmeißen wir denn weg? Wollen wir was wegschmeißen? Hm. Ja, eine von denen. Und einen von denen. Dann könnten wir uns hier nochmal was wegschmeißen lassen. Ja komm, eine von denen. So.
Endboss! Puh. Wir haben ordentlich geshoppt jetzt. Das wird doch wohl hinhauen. Natürlich kommt da gleich ganz oben einer rein. Der Paraffinschläger wird da unten sterben. Ist ein bisschen ungut. Dann packen wir ihn hier oben rein. Okay. Wir bauen uns hier ein bisschen was rein. Ja, komm. Wir halten mal das lieber so. Die sparen wir uns auf. Hat einer von euch Reichweite? Nee. Nee, komm. Die ist, glaube ich, eh nicht rettbar. Da würde ich sterben. Okay. Wir packen hier noch eine Nugget-Former rein. Nehmen die zwei extra. Nee, brauchen wir gar nicht. Wir können alles spielen. Ja, komm, wir müssen da oben Schaden verhindern. Und dann. Ja, hier noch ein Nugget rein. Das heißt, der würde selber Lebensraub kriegen dann, weil er dann alles auffrisst. Wir könnten aber auch eine Tarnung hinschmeißen, ne? Huh? Ach, maximale Einheitenzahl. Ne, ich lass die verrecken. Ich möchte den Platz erstmal haben. Okay. Wie viel Schaden kommt denn hier so durch? Viel zu viel. Das heißt, wir stellen den hier nach hinten. Verreckt trotzdem erstmal. Schade, dass wir keine X-Karte jetzt haben. Damn. Sollen wir ihn als Tank noch nach vorne klatschen? Lass uns mal gucken, was das bringt. Er stirbt immer noch. Jetzt überlebt er. Nice. Dann können wir da noch einen Nugget reinschmeißen. Okay, Maximalzahl erreicht. Oh, aber hier oben gibt es ein bisschen drunter und drüber. Ich habe keine Tarnung und sowas. Das ist ungut. Äußerst ungut. Puh. Ich glaube, wir gehen ordentlich drauf. Aber so richtig. Sang- und klanglos gehen wir unter. Das Problem ist, der Schaden kommt nur einmal an. Achthundertzehn, aber das geht nur auf ihn. Es wird nicht weitergeleitet. Sowas wie 30, 30, 30, 30 und so. Oh, leck. Das ist doch scheiße. Ja, 780. Toll. Wir kriegen oben 20 Schaden rein. Sehr. Das war's. Thank you.
Yep. Schade. Uns ist das Deck um die Ohren geflogen. Ah! Die Umbra. Ich komme nicht mit denen klar. Es geht. Es gibt schöne Konstellationen, schöne Deckmöglichkeiten, aber... Oh. Kartenlos angewendet, jojo, alles klar. Was machen wir denn das nächste Mal? Wir haben nur noch Zeug mit den Umbra. Entweder Hauptstamm und Umbra als Nebenstamm. Moment, gucken wir es dann mal kurz an. Ja. Oder halt eben Umbra als Hauptstamm und alles andere als Nebenstamm, außer die Stüger. Komm, wir machen das nächste Mal irgendeinen Umbra-Gedöns. Ich weiß noch nicht was, aber wir schauen uns das nächste Mal an. Macht's gut, ciao.